Hallo und willkommen zurück zum Let's Play Pandora's Tower. Ich habe mir gerade mal die Parts angeguckt, die ich gedreht habe oder beim Rendern. Und da habe ich gesehen, dass ich was erzählen wollte, aber dann erst noch was anderes gemacht habe. Und das, was ich erzählen wollte, ist jetzt nichts besonders Großes. Aber ich habe es dann jedenfalls vergessen, weiter zu erzählen. So, und das, was ich halt erzählen wollte, ist, dass alle Schriftstücke, die ihr findet, die könnt ihr halt hier nochmal nachlesen. Halt hier in Türme, Welt und Div geteilt und Hilfe auch noch. Okay. Ja, da kann man das halt alles auch nochmal nachlesen. Ich weiß nicht, ob hier die Dinge sind, also die schwarzen, die wir noch nicht gelesen haben. Kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Ich weiß nicht, ob ich mir, also ich werde da irgendwann nochmal reingucken. Wir haben ja so ein paar Sachen nicht gelesen oder habe ich nicht vorgelesen, weil ich denn da unter Zeitdruck war, ne? Hier noch ein paar unleserliche Notizen und irgendwas, was sie über den Innenhof übersetzt hat. Mal reingucken. Wie gesagt, der Innenhof. Das klare Wasser vom Wasserfall ist wie gemacht fürs Kochen und Waschen. Die Vögel versammeln sich bei Tage. Okay. Das ist orange, also scheinbar wichtig für uns. Sie haben Beeren in den Schnäbeln und springen umher. Ja, sehr wichtige Notiz für uns. Danke, Helena. Das, falls wir Hunger auf Wachteln. Ah, ne, die fliegen ja hier nicht rum. Aber wenn wir Hunger haben, dann schnappen wir uns da einen Vogel, ne? Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal nochmal hier rein. Also zu den Türmen natürlich, ne? Ich hoffe, ich latsche jetzt hier nicht sinnlos rum, sondern nehme zielstrebig den richtigen Weg. Aber ich denke, ich dürfte da. Oder ich habe da eine ungefähre Ahnung, wo ich lang muss. Ich hätte vielleicht vorher nochmal mein Dingens, mein Inventar sauber leer räumen können. Oh, hier wieder so ein großes Vieh. Das werden wir mal besiegen. Okay, jetzt habe ich hat nochmal versucht, den zu wirbeln, aber das geht da nicht bei diesen ganz fetten Dingern. Boah. Und wir fesseln dich, du Arsch. Am Boden liegt jetzt und jetzt können wir den halt schlagen. Jetzt erstmal nochmal schnell die Kette einholen, weil die wird jetzt sehr schnell schwach. Ja, ein paar Kombos setzen. Kette nochmal und ein bisschen ziehen, dass die wieder stärker gemacht wird, weil. Boah. Der wird uns jetzt trotzdem was schaden können. Ja. Obwohl wir ihn gefesselt hatten. Also die Dinger sind echt gefährlich, ja. Hier mal am Reißen. Den nochmal ein bisschen am Boden gefesselt halten. Ups, was war das jetzt? Habe ich den falschen Knopf gedrückt? So, diesmal versuche ich nochmal ein Herz mitzunehmen. Tot? Nein. Jetzt aber. Okay, gut, dann schön auf den Körper zielen und warmes Fleisch. Wow, das ist gut, würde ich mal sagen. Werden wir denn Helena natürlich auch noch verabreichen? Nein. Aber das kriegt sie schon dann noch. Ich guck mal kurz hier, ob wir hier richtig sind. Ja, du bleib mal da schön hier in deiner Ecke. Oh, hier ist wieder so ein Arsch, den. Nee, weißt du, vor dem habe ich Angst. Das mag ich jetzt gerade nicht. Hier, ich weiß nicht, ob das hier so ein Schwinge-Ding zum Abkürzen sein soll, aber das lasse ich jetzt mal ein Schwinge-Ding sein. Ja, ist okay, Aaron. Einfach nur die Kupfermünze mitnehmen. Da unten, da, also wirklich. Der dampft so, als hätte er richtig krassen Mundgeruch, ja? Der hier auch. Guck mal, du hast Mundgeruch. Schweck, du Stinker. Cartoons dampfen die doch dann immer so. Ja, ich denke mal hier. Den Sack in der Ecke da, den können wir auch mal in Ruhe lassen. So, ich hoffe, ich bin jetzt hier. Ich glaube, hier kann ich lang. Ja, genau, hier ist auch die Kette. Also ich darf. Ja, hier waren wir doch auch schon mal. So, haben wir hier kurz reingeguckt, bevor dann Helena nach Hilfe gerufen hat. Boah, hat er uns noch erwischt. Zurück jetzt. Ne, wir brennen gar nicht. Ja, dann einfach beiden schön. Ja, die können natürlich beide. Hey, nicht aufladen für dich. Was macht der da? Der beißt uns in den Nacken. Okay.
Medizin benutzen? Ja. Trink das. Okay, also, wie ihr seht, ja, noch mehr, noch ein Gegenstand beschädigt. Also die Viecher hier, vor allem wenn es mehr sind, ja, sind dann auch schon echt gemein. Ja, hier komm. Na, ich hätte jetzt schön wirbeln können eigentlich. Na, Fell bekomme ich von dir oder was? Ja, ein bisschen Zahn ist auch in Ordnung. Und eine Inferno-Bombe. Ja, mit den Bomben muss ich auch mal gucken, dass ich die dann vielleicht mal benutze. Ich mein, grad. Ups. Grad wäre es vielleicht nicht schlecht gewesen. Achso, jetzt haben wir den da. Ich wollte, denke ich, gleich nochmal die Kette ein bisschen stärker machen. Können wir jetzt so rangemacht und ziehen. Dann lädt die sich komischerweise auf. Ja, ich verstehe auch nicht so ganz, ja, warum eine Kette stärker werden sollte. Von der Strapazität. Nur weil man ein bisschen an ihr zieht. Aber es ist halt ein Spiel, ja. Und ein gutes Spiel, muss ich dazu mal sagen, ja. Auch wenn ich finde, also es sind ja in letzter Zeit drei große RPGs, sage ich mal, rausgekommen für die Wii. Das wären im letzten Jahr einmal Xenoblade Chronicles. Oh, hier wieder ein Kampf. Ein neues Vieh, okay. The Last Story im Februar und halt Pandora's Tower. Da muss ich sagen, bisher gefällt mir da Xenoblade Chronicles noch besser. Okay, was war das? Das ging schnell. Und auch The Last Story fand ich wirklich sehr gut. Okay, die Dinger. Was machen die denn für komische Geräusche? Stöhnen die? Ich schätze einfach mal. Öl bekomme ich von denen? Ja, ergibt auch Sinn. Hier kommen immer neue, oder was ist da los? Heilige Asche, okay. Das heilig hört sich schon mal... Oh, noch mehr. Hört sich aber schon mal gut an, ja. Okay, hier. Stufe aufgestiegen, super. Jetzt muss nur auf Stufe 12 sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich glaube, hier liegt weiter nichts. Ja, was das jetzt für Viecher waren... Keine Ahnung, besonders krass waren die jetzt nicht. Die sahen schlimmer aus, als sie jetzt in Wirklichkeit waren. So, hier wieder die Türen, die uns nur kurz aufhalten können. Da wir ja unsere Kette zu benutzen wissen, ist das ja hier kein Problem. So, dann hier wieder so ein Raum. Dreimal gegen geschossen. Ja. Und die nette, du hast es geschafft, Musik. Und wir sehen, wie sich das Tor öffnet. Diesmal rot hinterlegt, ist ja auch klar, ne? Das ist ja ein Lava-Tempel und, oder Lava-Tempel. Lava-Turm. Natürlich muss da auch der Gegner was mit Feuer zu tun haben. Aber das heben wir aber mal auf. Noch mehr heilige Asche. Okay, wir brennen jetzt, also. Na, zieh mal immer kurz. Wir rennen jetzt mal hier so lang rum, bis wir nicht mehr brennen. Ah, genial. Da ist es sehr hilfreich, irgendwo reinzurennen, wo du denn wieder anfängst zu brennen, Aaron. Und hier, guck mal, der hat auch mehr als nur das im Repertoire, was er uns vorhin gezeigt hat. Ja, das haust du mal nicht ab. Darfst ruhig hier bleiben. Okay, so. Hier gibt es echt nichts weiter. Also gehen wir mal zurück. So. Dich nehmen wir jetzt auch noch kurz mit. Und ich glaube, bevor wir jetzt zum Meister. Ja, super. Bevor wir jetzt zum Meister gehen, hauen wir Helena erstmal das Fleisch rein. Bevor das noch schlecht wird. Ne, das ist schon nicht schlecht. Dann werden wir nicht wieder im Kampf unterbrochen. Und was ich auch... Ich bin mir da auch noch nicht ganz sicher. Da die Anzeige... Oh, eben gerade da als... Da hat die Glocke eben gerade geläutet, ne? Okay, das können wir jetzt mal... Ne, nicht tauschen. Kann ich liegen lassen. Warte mal. Nein, warte mal. Ich will das Menü schließen, ja. Dann lassen wir den hier auch einfach mal Hund sein, der jetzt hier noch sein müsste. Ja. Ne, weil es gibt ja hier halt bei dem Kreis, ne, da ist ja was grau.
Und war es rot und blau? Ist es jetzt einfach nur, soll das jetzt einfach nur anzeigen, wo Helena sich denn schon weiter verwandelt hat, dass sie, wo es rot ist, denn schon richtig hässlich aussieht und beim Blauen, da hat sie nur so ein paar Tentakelfüße oder was soll das jetzt genau heißen? Also ich denke mal, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ergibt sogar Sinn. Das könnte so stimmen, ja. Ja, und eben gerade als die Glocke getönt hat, da sah es aus, als ob das ein ganzes Stückchen abgenommen hätte. Kann jetzt natürlich Zufall sein, aber, kann auch nicht Zufall sein, ne? Dass sie immer, wenn so eine Glocke schlägt, dass sie dann halt so, scheiße, ich verwandle mich ja so und dann, naja, ist egal. Wir geben jedenfalls ein Stück Fleisch, tun noch ein bisschen Zeug in die Truhe und, kann ich schon, ja. Ja, zum Observatorium. Und, tja, dann mal gucken. Dann machen wir uns auf den Weg nach oben zum Turm. Zum Majestät. Und wir können vorher noch mal kurz gucken, ob wir Helena noch was Schickes zu... ja, kaufen einfach. Ein Geschenk. Tjo, da liegt sie noch. Mit ihr reden können wir jetzt noch nicht. Ja, sie hat sich satt gegessen. Ja, dann gehen wir erstmal einkaufen und dann schlafen wir, bis Helena wieder aufgewacht ist. Dann dürften wir auch wieder ordentlich Leben haben. Ja, Mafta, komm mal her, beeil dich mal ein bisschen. Nein! Nein! Oh, jetzt hätte ich fast mein gutes Fleisch verkauft. Ja, das kannst du haben. Oh, das war knapp, ja. Zum Glück muss man das nicht verkaufen. Ja, mal gucken, irgendwas kaputtes ist doch... Es sind doch ganz viele Sachen vorhin kaputt gegangen, oder? Naja. Achso, reparieren muss ich dahin? Okay, das ist... Ja, okay, hier. Ja, das Heil... Das repariere ich jetzt mal einfach alles hier. Das kostet ja nicht die Welt. Ups. Ja, bis bald mal wieder, Mafta. Jojo, auch du, Dicker, da oben drauf. Bevor ich es vergesse, tue ich halt das ganze Zeug hier noch rein. Nein, oh, nicht wegwerfen. Zum Inventar. Achso. Okay, dann ist das hier der Koffer, den wir dabei haben. Ja. Auch okay. Ach, und guck mal, hier sind die Sachen, die kaputt sind. Aber die tue ich jetzt auch erstmal rein. Was macht denn der Kraftstein hier? Der Kraftstein ist zerbrochen und hat eine keinerlei besondere Kräfte mehr. Okay, super. Müssen wir erstmal reparieren. So, die können wir alle in die Truhe mal legen. Heilige Asche, was macht die denn? So, diese Asche hat Eigenschaften, die Vergiftungen verhindern. Ja, ist nicht schlecht. Brauche ich aber in dem Turm jetzt nicht. Ups. Der grobe Pelz, wegen seiner Härte, ist der gewöhnliche Gegenstand schwer zu bearbeiten. Mhm. Kann ich den Dingens schicken, ja? Okay, hier noch Sachen zum Anlegen. So, warte mal. Den groben Pelz tue ich aber natürlich trotzdem in die Truhe, ne? Mit den Kraftsteinen auch. So, Medizin behalte ich mal da. Das Heilmittel. Füllt auch. Das hier bringt mich sofort zurück zum Dingens. Da tue ich mal zwei zurück. Sprengerz, das behalte ich mal auch lieber hier. Die Bombe nehme ich einfach mal mit. Ich denke mal, das heilt mich einfach mal. Eine Zerrbombe. Okay, werde ich später noch von Bomben angegriffen, ja? Also, dass mich Leute mit Bomben angreifen. Werden wir dann sehen. Auch die ganzen Erze und... Ich glaube, das Nymphenwasser, bringt mir das unterwegs was? Nee. Das Schießpulver auch nicht, nein. Einfach alles reinhauen in die Truhe. Dann können wir halt mehr Zeug mitnehmen später. Obwohl wir jetzt ja schon wieder recht viel Platz haben. Ja, auch hier das kaputte Zeug erstmal in die Truhe. Ups, nein, was mache ich? Habe ich jetzt was Kaputtes angelegt? Warte mal. Nee, ist doch... Doch, das ist kaputt. Was macht das denn hier? Ach, das was angelegt, das ist kaputt. Okay, dann... Ja,
Kann ich das nicht abnehmen? Wie entrüste ich das denn? Ich probiere es mal einfach, indem ich was Neues ausrüste. Nehme ich mir mal hier einen Bestienzahn, der noch in Ordnung ist. Nein, oh, ich bin noch ein Idiot. Ich will das anlegen. Zum Inventar, ja, ein. Und dann den hier auch anlegen, okay. Na, der ist kaputt. Ach, witzig. Wie kann man das denn drehen? Ja, auf Z, super, würde ich mir das mal unten angucken, denn... Ja, schön, das auch mal zu wissen. Ablegen mit C hier. Okay, super. Dann kann ich den jetzt auch in die Truhe legen. Und dann gucke ich nochmal kurz in der Truhe, ob ich hier noch was habe. Das leuchtende Erz ist bei Tage schwer erkennbar. Es wirkt gegen Erschöpfung. Okay. Ein Kriegeramulett. Das gravierte Amulett aus Metall dient Soldaten als Glücksbringer. Okay, das gibt mir mehr Leben. Das könnte ich theoretisch da reintun. Verstärkt die Angriffe. Heilige Asche haben wir ja vorhin schon. Ich nehme einfach mal das Kriegeramulett noch mit. Das ist doch super. Dass ich das jetzt auch mal weiß. So, dann anlegen. Hier so quer unten rein. Passt. Gut, dann hier haben wir noch Geschenke, ne? Irgendwo, ja. Das sehen wir dann schon. Jetzt erstmal so lang schlafen. Bis Helena wieder aufwacht. Und ja, ich denke, danach geben wir halt das Fleisch, ihr das Fleisch. Und jetzt sehen wir erstmal nochmal eine Szene, die wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen haben, wie sie halt aufwacht, wie wir sie beobachten. Sie rafft sich hoch nach einem schlimmen Tag. Guckt sich erstmal die Hände an, ob sie wieder schick aussieht. Ja, du bist ganz normal, keine Angst. Wir sorgen ja für dich. Aaron. Ja. I appreciate what you're doing for me. Ach, das ist doch im Vorbeigehen, ne? If you could just stay with me a little longer. Aber dann würdest du wieder so ekelhaft aussehen. Das wollen wir doch beide nicht, ja? Naja. Okay, ein bisschen geheilt haben wir uns. Nicht ganz, aber ist ja auch okay. Gut, ja, wie gesagt, beim nächsten Mal solltet ihr dann den Meister des Tempels, also des Turmes, sehen. Und ja, das war's dann jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao!